Moin Moin YouTube, hier ist euer Kampfschmuser mit einer weiteren Folge von Schmusers Fohlen gegen die Bundesliga. Heute ist der Randalemeister zu Gast, nämlich die Eintracht aus Frankfurt und die gesteuert von Michael. Grüß dich. Moin Moin. Bei dir ist alles fit? Ja, soweit muss. Soweit? Bei euch auch so warm aktuell? Ja, ich glaube in ganz Deutschland, oder? Ja, ich meine, ich wohne ja auch noch dachgeschossen, bei mir in der Wohnung ist es extrem warm halt. Wobei heute geht es schon wieder besser als die letzten Tage, aber puh. Ja, nächste Woche soll es noch heißer werden. Da kommt man sogar beim FIFA-Spielen in Schwitzen, kann ich dir sagen. Und ja, deswegen sag mal, einer Videospielen ist kein Sport, ne? Ja, das ist richtig, das ist richtig. Ich sag, beim Wort E-Sports ist das Sport hier immerhin drin, ne? Muss man dazu sagen. Ja, du kommst aus Frankfurt, habe ich ja schon gehört im Vorgespräch. Genau. Dementsprechend spielst du die Eintracht, bist aber auch Sympathisant von dem FSV, wa? Auch, ja. Aber das Team ist so schlecht, gibst du, oder? Das Team ist schlecht, naja, es geht. Also normalerweise spielen sie gegen Abstieg. Letztes Jahr fand ich es halt sehr lustig, wo sie dann Vierter, Fünfter waren, wo dann ja, alle irgendwie geschrieben haben, Aufstiegskandidat, was einfach nur lächerlich ist. Ja gut, aber sie hatten ja zumindest, glaube ich, noch bis zum vorletzten Spieltag was die Chancen dazu gehabt, ne? Was die Punkte angeht, ja, aber die wären wahrscheinlich abgestiegen, genauso wie es jetzt geschehen wird, dass Hertha wieder absteigt und Braunschweig steigt ab, sind schon mal zwei weg. Und wenn alles gut läuft, steigt noch irgendwie Stuttgart oder Hoffenheim ab, aber... Also ich glaube gar nicht, dass Hertha direkt wieder absteigt. Also ich denke schon, dass Hertha die Chance hat, sich da oben zu etablieren. Ja, aber die haben es mal verdient, weil wenn du mal guckst, wie viel Schulden die haben und können sich in der zweiten Liga Spieler halten, die mancher Erstligist sich nicht halten kann. Frag mal nach in Augsburg oder in Mainz oder auch in Frankfurt, ob die in der zweiten Liga dann so einen Ramos oder sowas halten können. Nee, das ist klar, das ist klar. Aber die haben natürlich auch die Sponsoren dahinter. Ich meine, das ist die Hauptstadt aus Deutschland und die gehört meines Erachtens ja auch irgendwie in die Bundesliga. Das muss man ja einfach mal so sagen, ne? Das ist. Ja, die haben ja auch einen Flughafen und so weiter. Die haben ja auch einen Flughafen, ne? Das ist nur noch nicht fertig. So, deine Eintracht-Mannschaft. Ich habe gerade eben eine Vorschau gesehen. Du hast Team of the Season Trab im Tor. Zufrieden? Jein, es geht. Also die Mannschaft ist sowieso nur mehr Sammler- und Jägertrieb. Also ich habe nach Möglichkeit jeden Spieler der Eintracht gekauft, bis ein paar Ausnahmen. Und wenn es halt eine Inform-Variante gab, habe ich mir die halt geholt. Und Trapp, Team of the Season, ist halt die höchste Inform-Variante, die es gab. Okay. Nö, ich bin ja mal gespannt, ob ich den überwinden kann. Mit meinen Vorderleuten. Ich meine, ich habe ja jetzt auch Herrgotta Inform und so. Von daher soll es ja irgendwie schon klappen. Wer ist das denn, Herrgotta? Branimir Hrgota, der hat, ist am Ende der Saison ist er quasi erst gekommen, weil er vorher verletzt war, aber hat sich ja quasi im ersten Spiel direkt eine Inform verdient. Und ich bin auch auf die nächste Saison bei ihm sehr gespannt, ob er sich da durchsetzen kann in Gladbach. Wobei ja unsere Spitzen sich ja auch ziemlich verstärkt haben vornehin. Muss man ja mal ganz klar sagen, jetzt mit Kruse noch dabei und mit Raphael. Er wird das nicht leicht haben. Ja, wir werden sehen. Kruse ist ein guter Fang. Ja, Kruse ist natürlich, da haben wir uns den Besten aus Freiburg gehandelt, muss man mal ganz klar sagen. Ne? Das ist. Aber die Freiburger tun mir echt ein bisschen leid, also ich glaube, die werden diese Saison so schwer haben. Ja, das Lustige ist ja, der Cissé, der im Winter vorletztes Jahr, da von Freiburg weg ist, der weigert sich ja in Newcastle momentan das Trikot zu tragen. Echt? Das habe ich gar nicht bekommen, was ist denn da los? Der Hauptsponsor ist irgendwie ein Kreditunternehmen, was zu erhöhten Konditionen Kredite verteilt. Okay. Also wie hier so schufa-freie Kredite. Ah. Und es verstößt gegen seinen Glauben. Oh, da sollte er da gar nicht hin. Ah, okay. Aber das finde ich auch nicht schlecht. Und da hat er halt gemeint, nö, ich würde ja mit einem Wohltätigkeitstrikot auflaufen. Und das hat der Boss halt nö gesagt und dann ist er erstmal aus dem Trainingslager abgereist. Also der dürfte auch bald zu haben sein. Okay. Na, kann er aber zu Freiburg ja wieder zurückgehen. Wobei, ich glaube, das kann sich Freiburg auch wieder nicht leisten. Aber finde ich vom Spieler jetzt erstmal gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Traut sich auch nicht jeder. Wobei er natürlich auch in seinem Vertrag drin stehen hat, dass er Arbeitskleidung zu tragen hat, ne? Mit Sicherheit. Kann man wahrscheinlich von ausgehen. Also wird ihm wahrscheinlich eher teuer zu stehen kommen. Auch ja. Wenn es ihn erstmal sympathisch macht, muss ich sagen. Och, oh Gott, was machst du da? Du sollst doch ein Schussanfälscher werden. Ach, wo läufst du denn hin? Der Hermann ist leider auch ziemlich schnell. Ja, der Hermann ist auch der schnellste Mann in meiner ganzen Mannschaft, von daher. Ach Mann, was ist denn das für ein Steilpass? Das ist das Problem, wenn du die ganze Zeit mit einem Liga BBVA-Team spielst, ja? Die können ja gut, quasi die sind alles, ja eh langsam. Ja, erstmal sind sie zwar relativ langsam, aber ich meine, mit denen kannst du halt wirklich geile Kombinationen passen und sowas halt, weil die Pässe kommen so gut wie immer an. Und dann hast du auf einmal hier mit den Fohlen zu tun, dann ist das nicht so. Ups. Einfach. Bitte, erst krieg ich den Spieler nicht ausgewählt, dann krieg ich ihn ausgewählt und dann bewegt er sich einfach nicht. Das ist liebig.
Ach ja. Ich glaube, ich bin der schlechteste Spieler beim Eckenverteidigen. Und ja, freust du dich schon auf FIFA 14? Oh, jein, also ich werde mir nicht da direkt eine PS4 oder eine Xbox One kaufen. Weil so spielverrückt bin ich dann doch nicht. Naja, kommt ja auch noch für die PS3 raus, so ist es ja nicht, ne? Das Spiel werde ich mir holen, das ist klar. Achso. Ich werde mir nicht gleich die Next-Gen-Konsole holen, nur weil da irgendwie im Ultimate Team dann irgendwie ein Sonderteil ist. Zwettigol! Meiner Reihe! Nee, das würde ich auch machen. Zählt genauso als Tor wie ein anderes, also. Echt? Zählt das auch ein Tor? Ich habe da so 10 und ein halbes. Guck, Ergebnis 2-0. Ja, das ist aber unrealistisch, ne? Also. Das werden wir jetzt gleich erstmal hier umdrehen. Du hast ja das Spiel letztes Jahr wahrscheinlich beide gesehen, auch gegen die anderen. Ja, sicher, sicher, sicher. Gerade aber das Hinspiel nur hinten drin gestanden, aber sie haben beide gewonnen, die Gladbacher. Das waren eine der wenigen Mannschaften, die beide Spiele gegen die Eintracht gewonnen haben. Aber das hat der Gladbach in der Saison so ein bisschen ausgezeichnet, dass sie weil hier in Frankfurt nicht sehr viele Spielanteile hatten, aber zumindest hier haben sie ja auch 1-0 gewonnen gehabt durch so einen doofen De Jong-Kopfball, der eigentlich auch die einzige Torschuss in dem Spiel war. Mm-mm. Das Hinspiel war ja dieser komische, wer war das, Arango? Mit diesem Schuss aus 50 Metern, der irgendwie reingeht. Jo, auf der linken Seite, jo. War, glaube ich, sogar Tor des Jahres geworden, wenn ich mich irritiere. Ich weiß es nicht. Ich meine, es wäre... Es war ein schönes Tor, aber es war glücklich. Es war natürlich auch ziemlich Zufall, das ist richtig. Deswegen hat mich auch gewundert, dass es geworden ist. Aber ich meine, irgendwo was bei Sport 1 oder so, habe ich letztes Mal gesehen, dass es zum Tor des Jahres sogar gewählt worden ist. Aber ich glaube, war aber auch echt einige sehr glückliche Punkte in der Saison geholt. Aber sie haben sich auch echt punktuell wirklich gut verstärkt, von daher bin ich gespannt. Vor allem, ich bin natürlich auch gespannt, was die Frankfurt jetzt nächste Saison so machen. Ich meine, ob sie nochmal die Saison wiederholen können, das wird natürlich immer schwer. Ich hoffe erstmal, dass sie diese Playoff-Runde da überstehen. Dass sie wenigstens in die Gruppenphase von der Europa League kommen. Mm-mm. Was? Doch. Also, ja, manchmal hört sich mal wie nee an. Also. Nee, ich wüsste nicht, ich gönn's jeder deutschen Mannschaft, also im Europapokal einzuziehen, von daher. Aber es sollte ja eigentlich machbar sein. Also, so stark sind die Gegner da eigentlich nicht. Nein, es kommt drauf an, wenn sie gesetzt sind, wäre das gut. Aber steht noch nicht fest, ob sie zu den gesetzten Teams zählen oder ob sie ungesetzt sind. Okay. Wenn sie ungesetzt wären, könnte sowas wie Tottenham kommen oder Sevilla. Okay. Oder auch Stuttgart. Weil Frankfurt hat halt von diesen Koeffizienten, da sie in der Bundesliga spielen, noch recht hoch. Aber sie haben halt in den letzten 5 Jahren keinen Europacup gespielt, also haben sie da keine Punkte gesammelt. Ah, okay. Ja, wie da die Regelungen aussehen, da habe ich mich ehrlich gesagt gar nicht drum gekümmert. Jetzt stör den doch mal, Mann. Doch ein Witz. Nein. Das kann nicht wahr sein. 3-0, ey. Das sieht immer nach Spielanteilen gar nicht so aus. Was ist denn da los, Ter Stegen? Hältst du vielleicht auch mal einen Ball oder bist du so beeindruckt von der blauen Karte gegenüber? Oh. Mann. Ich habe aber ein Gefühl, das drehe ich noch. Ja, vielleicht noch für den einen anderen für den anderen Zuschauer vielleicht interessant. Ich habe ja erfahren, ich habe dich gerade eben gefragt, wie alt du bist, weil du dich schon relativ reif anhörst und so. Da habe ich ja sogar erfahren, dass du älter bist als ich, wa? Das ist richtig, ja. Wie kommt man denn noch im hohen Alter dazu? Ich meine, ich kenne das ja, aber wie kommt man im hohen Alter denn dazu zu zocken und wie kommst du bei deinen Freunden an? Oh ja, einige zocken auch, das ist nicht das Problem. Einige sind sogar noch älter als ich. Ich bin 34, muss man dazu sagen, aber es gibt auch Leute, die Ende 30, Anfang 40 sind und dann auch nochmal lustig spielen. Zwar nicht so vermehrt online oder sowas, aber im Freundeskreis dann ist es immer ganz lustig. Ja, ich meine, wenn ich gegen diese ganzen jungen Generationen immer verliere, da habe ich immer meine Ausrede, ich habe nicht so gute Reaktionen. Die kann ich natürlich heute jetzt gar nicht bringen hier. Eigentlich hätte ich dich gar nicht als Gegner wählen dürfen. Wie soll ich meine Ausreden nutzen? Da kommen jetzt aber, oh Mann, natürlich auf den kleinsten Mann quasi. Oh Gott, was ist denn die Mitte so weit offen? Ich glaube es nicht. Mal gucken, ob du lupfen kannst. Er kann. Das ist ja deprimierend. Mann. Vor allem, ich bin gleich mal auf die Statistiken gespannt, was Ballbesitzen so angeht. Da wirst du wahrscheinlich mehr haben, weil mein Spiel ist meistens so ausgelegt, dass ich immer sehr wenig Ballbesitz habe. Also wenn ich irgendwie mal zwischen 45 und 50 habe, ist das bei mir viel. Aber das ist halt bei mir, weil ich eher konterlastig spiele, ist das normal. Also. Mhm. Ich meine, ich lasse jeden... Die ganzen Kurzpasskombinationen hier überhaupt nicht funktionieren. Ich lasse den Leuten, wenn sie da im Mittelfeld rumeiern wollen, sollen sie doch rumeiern. Ist natürlich auch geil, wenn meine ganzen Schussenttäuschungen jedes Mal in die Gegner reinmache. Hallo, könnte mal bitte ein Abwehrspieler da hingehen? Willst du mich eigentlich verarschen, Mann? Da kommt zwischen beide Abwehrspieler zwischendurch und keiner fühlt sich verantwortlich. Ja, der Hoffer ist halt schnell.
Und meine Abwehr ist die Blitzabwehr schlechthin. Dabei habe ich schon defensiv hier stehen. Weil ich weiß, dass die Leute sich ja nicht bewegen können. Aber ist ja schön, dass der Stegen auch mal die Arbeit aufnimmt. Ja, Ballbesitz 60% für mich. Das ist toll. Sieht man am Spielstand von 4:0. Wobei ich jetzt auch noch keine große Torchance hatte, muss man auch dazu sagen. Ach. Herr Meier, geh mit mir den Ball, danke. Ach, das ist doch einfach überhastet. 4:0 zur Halbzeit, was eine deprimierende Halbzeit. Zweimal Lakli, Schwegler und Höfer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kann ja nur besser werden. Ja. Also eigentlich habe ich mir gehofft, dass das gegen die Frankfurter was drin ist, aber... Ja, musst du wahrscheinlich mal als Gegner irgendwie ein Augsburg-Team suchen oder sowas. Oder ich lasse dich doch noch mal mit deinem FSV-Team antreten. Ja gut, da dürftest du dann Chancen haben. Da muss ich wahrscheinlich Attributskarten auf den Klant machen, also auf den Torhüter, weil der ist so grottenschlecht. Okay. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch welche drauf habe, aber ich glaube eigentlich nicht, weil die müssten eigentlich alle weg gewesen sein. Beim letzten Mal wurde ich beschwert, dass ich welche drauf hatte. Das lag aber nur daran, dass ich für mein Pack-Opening meinen scheiß Tauschstab, mein Dings leer kriegen musste. Ja gut, du musst einmal ein Online-Spiel machen, dann gehen sie weg. Wenn du nur Freundschaftsspiele mit den Kollegen machst, dann bleiben die ewig drauf. Nee, und da mein Team ist auch nicht ganz fit, also ich habe auch knapp um die 90 Fitness, nur daher müssten die eigentlich weg sein. Ich habe nämlich letztes Mal irgendwann mit denen in der ersten Liga versucht anzutreten. Das habe ich spaßeshalber auch schon mit denen gemacht im Goldpokal und in der ersten Liga. Aber auch schon gewonnen mit den Teams. Ja, so ist es. Das habe ich auch schon, aber halt in den meisten Fällen, wenn die Leute wissen, wie sie zu spielen haben und dann rauskriegen, wie langsam die Abwehr ist, dann geht es eigentlich nur Dreieck, L1 und Dreieck nach vorne und dann stehst du mit deiner Abwehr da. Aber ist ja schön, dass der Lappe auch mal durch darf. Oh Gott, ich wollte lupfen und pur auf die Paste, also auf L1 und Dreieck drücken, statt auf L1 und Schuss, ich glaube es. Boah, was macht der Meier denn da? Aber ich hoffe mal, ist in FIFA 14 ist die Spieler ein bisschen aufgewertet werden von der Eintracht. Das ist eine Frechheit. Es gibt nur im Prinzip zwei Spieler, die eine goldene Karte hatten, also eine Wertung über 75 am Anfang der Saison. Okay. Das waren einmal der Schwegler und einmal der Trapp. Und durch die Informkarte hat der Meier halt, weil der hat ja, ich glaube, 2 oder 3 Informs gehabt. Der wurde dann auch als Goldkarte und jetzt durch den Wechsel vom Flum gibt es noch eine Goldkarte mit Eintrachtwappen. Hast du schön zugelaufen. Ja, Dominguez, danke, wenn du auch den Ball schon klären willst. Ach komm, spiel doch weiter. Ja, Stranzl ist der Beste da hinten, da muss ich einfach mal sagen. Auch wenn er lahmarschig ist, aber der steht meistens immer richtig. Herr Meier, würden Sie mir bitte den Ball geben? Dankeschön. Och, Herr Meier, hören Sie doch mal auf hier. So, jetzt will ich aber wenigstens mal hier den Ehrentreffer machen. Ich möchte ja von Sieg gar nicht mehr sprechen. Und das kann auch ganz gerne mal Grot geben. Na, das war von der Seite. Hinten. Das war von hinten. Komm, das war von der Seite. Ach, Schiri, hör mal, ich hab dich doch bezahlt, Mensch. Was ist denn hier los? Da, das war ja fast noch von vorne. Ich hab doch extra EA Geld überwiesen. Ach Mann, hat das wieder nicht geklappt. Ich wollte mir ja so ein bisschen Momentum kaufen. Ja, diese Consumable-Karte kauft den Schiedsrichter die selten. Ja, da haben wir mal endlich unseren ersten Torschuss wenigstens gehabt. Mal gucken, wie du in Ecken bist. Na komm, gib den Ball einfach leer. Ach, oh. Och Mann. Nee, jetzt laufe ich aber nicht in den nächsten Konter rein. Das sehe ich gar nicht ein. Boah, sind die lahmarschig, das ist so deprimierend. Da bist du echt sowas von unterlegen, wenn du Abwehrspieler hast, die 50 Tempo haben, das ist einfach so deprimierend. Ich glaube, sollte ich mir vielleicht mal gucken, ob ich vielleicht mal so einen De Jong einfach mal in die Abwehr stelle oder so. Der kann wenigstens laufen. Wenn er schon nicht spielen darf. Ja, wobei ich habe auch nicht die schnellsten Spieler, die es gibt. Also nicht in der Abwehr, weil der Butcher, der hat ein Tempo von 53. Okay. Wenn dann also, aber der ist halt, da ich mit 3 Innenverteidiger spiele, habe ich den zentral stehen, der hat halt einen ganz guten Kopfballwert oder einen annehmbaren Kopfballwert und Defensivwert. Und die 2, die am Außen sind, die sind dann doch ein Stück schneller, von daher passt es ganz gut. Okay. Darf ich fragen, wie lange du mich schon abonniert hast? Dich? Über dich bin ich gestolpert, über den FIFA-Testix. Ja, genau, habe ich fast gedacht.
Und über den bin ich gestolpert gewesen über das böse Forum, was er nie nennt. Ah, ach so. Ah, dann haben wir wahrscheinlich eine ähnliche Vergangenheit. Wo er das letzte Jahr dann entsprechend angefangen hat und hat gemeint, ja, wir machen jetzt Tutorial-Videos. Ja. Weil FIFA 12 hatte ich auch noch gar nicht gespielt, also jetzt richtig online spielen tue ich erst ab FIFA 13. Okay. Ja, dann könnte ja vielleicht was meine Micromillions-Serie für dich sein. Ja, solltest du aufpassen mit. Jedenfalls bei YouTube, weil es halt Wetteinsätze, echtes Geld ist, ist ein bisschen schwierig. Also ich muss sagen, ich habe auf meinem zweiten Account schon seit Jahren Pokervideos drauf. Da ja, aber... Da jetzt noch nie irgendwelche Probleme. Ja, nur du möchtest ja, wie du angekündigt hast, YouTube-Partner werden und ich denke, da werden sie ein bisschen genauer drauf schauen, wenn es darum geht. Weil ich würde auch keine Serie machen, wo es geht um Sportwetten oder sonstiges, wo du halt Tipp postest. Das wird kritisch. Denke ich jedenfalls. Weiß ich eigentlich gar nicht, ob es gegen die YouTube-Richtlinien irgendwie verstößt, weil da müssten sie Herrn Krieger ja auch rankriegen mit seinen Pokerturnieren. Ich meine, man muss mal sagen, ich meine... Ja gut, er spielt ja um Dings, Spielgeld. Also das ist ja immer, das ist genauso mit dem Raab. Das ist ja auch immer die Turniere, das ist ja alles als Play Money aufgezogen. Und die Micro Millions ja, aber ist die Turniere, ja um... die sie auf YouTube zeigen, da gibt es ja auch ein Preisgeld, das ist ja auch nicht sehen. Ne? Es gibt ein Preisgeld, aber das ist halt wieder was anderes, weil normalerweise darf dem deutschen Fernseher auch kein Spiel um Geld zeigen. Von daher ist dieses TV Total Pokernacht auch immer so ein bisschen grenzwertig und die Qualifikation ist ja auch nicht, du kannst dich ja nicht einkaufen und kannst dann entsprechend die Qualifikation spielen, sondern das sind einfach Play Money Free Rolls, die du spielst, um da entsprechend dann einen Platz unter den 15.000 und dann musst du das meiste Glück haben, um da reinzukommen. Na gut, aber ich denke eigentlich, dass es da keine Probleme geben darf, weil erstens zeige ich ja quasi nicht das Spiel selber live, sondern werde einfach nur ein, zwei Sachen erzählen, wie es denn momentan so gelaufen ist. Und ich meine, wenn man das einfach mal so sieht, ich meine, guck dir mal die Kanäle von Herrn Heidmann an und sowas halt. Ich denke, wenn die Leute kein Problem haben, die sind auch schon lange YouTube-Partner, ne? Ja, ja nur Heidmann ist halt auch keiner, der geht nicht hin und zeigt dann eine Highstack-Partie, wo er irgendwie mit Blinds 50-100 PLO spielt oder sowas. Nee, das mache ich ja auch nicht. Ich setze mich ja auch nur vor die Kamera und erzähle, wie es gelaufen ist. Ich tue ja kein Spiel quasi direkt zeigen. Ne? Das also, ist ja dann mehr ein Blog oder sowas. Also, das genau, ist ja richtig. Nee, ich habe ja jetzt angefangen, jetzt nur für die Micromillions allein, jetzt halt mal so ein kleines Tagebuch zu führen, wie es denn so läuft. Und es läuft scheiße. Spielst du nur die Hold'em-Events oder auch PLO und das ganze Zeug? PLO, ja. Ich würde wahrscheinlich auch mal wieder mein Start ausprobieren, aber da bin ich jetzt nicht gut drin oder so. Ne? Also, ich kenne die Regeln, aber dann war es jetzt doch mit auf. Also, für 8-Game oder so, das tue ich mir nicht an. 8-Game ist lustig. Ja, aber wenn du von der Hälfte der Dinger die Regeln nicht hundertprozentig kennst, dann sollte man es überleiden lassen oder so. Das Einzige, was ein bisschen wird beim 8-Game, ist, wenn Batucci kommt. Batucci ist ein Scheißspiel. Ich habe letztes Mal einfach mal aus Spaß ein 2-Dollar 8-Game-Event gespielt. Einfach mal so aus Fun. Und habe wirklich dann nebenbei mal ganz kurz Wikipedia aufmachen müssen, weil ich erstmal nicht wusste, so, oh, wie sieht's denn jetzt aus? Zählt das Ass jetzt zu spät oder nicht? Ich habe doch nicht gefault, der stolpert über seinen eigenen Fuß. Guck mal, wie geil der allein schon läuft. Weißt du, hast du diese Eleganz gesehen, wie er gelaufen ist? Das sah ja vollkommen natürlich aus. Stolpert er da über den Fuß. Ich muss sagen, ich hasse diese Freischüsse von der Seite. Die sind immer so schwer abzuschätzen, wie die Bälle reinkriegst. Nein, du musst doch einfach versuchen, auf den Elfmeterpunkt reinzuzirkeln. Ja, und dann genau. Mit dem Kopfball. Also es ist im Prinzip wie eine Ecke. Och Gott. So, ja, Herr pfeift Gott, er mir den Konter. Ah, jetzt pfeift er mir den Konter ab, Sackgesicht. Hör mal, 5-0 reicht doch wohl hier auch, oder? Das ist ja wohl deprimierend für mich genug. Oh mein Gott, 5-0 gegen die Eintracht, also das lasse ich nicht auf mich sitzen. Also. Ich habe irgendwann mal einen Livestream geplant, wo ich mal gegen die paar Leute wieder zocken möchte, wo ich auch schon mal Leute die Chance geben möchte gegen Teams, die ich schon gespielt habe. Ich glaube, da muss ich mich die Fisch schnappen, aber das lasse ich nicht auf mich sitzen, das geht ja mal gar nicht. 5-0, bei wahrscheinlich gefühlten 75% Ballbesitz. Ah, vielleicht habe ich nur 1% aufgeholt, effektiv, aber wir können ja nachschauen. Aber effektiv nur eine einzige Torchance, muss ich ja mal dazu sagen. Also hinten stand sie gut und ich stand hinten scheiße, so kann man es glaube ich Fazit ziehen. Das ist auch schon geil, Mike Hanke Note 4,5. Ja, meiner Hoffer 9,8, Lakic 8,8. Und wenn du 5-0 verlierst und trotzdem der Torhüter ist der Spieler des Tages, dann weißt du, dass du das falsch gemacht. Ja, also meine Schusswerte, müssen wir mal gucken, was ich da hatte, aber Details. Ich guck auch mal gerade rein, oh 57% Ballbesitz, okay. 6 Zweikämpfe gegen 16 Zweikämpfe verloren, oh, das war schon übel. Ich habe einfach die Zweikämpfe alle nicht gewonnen.
Ja, aber auch Schüsse aufs Tor, hast du 9 Schüsse und ich habe nur 2. Das ist schon, das geht schon vollkommen klar, so würde ich sagen. Ja, aber dafür habe ich viele auch von außerhalb geschossen, was eigentlich überwältig ist. Was mich am meisten wundert, dass meine Passgenauigkeit höher ist als deine. Das kam mir jetzt gar nicht so vor, weil ich glaube, das war eigentlich das größte Problem, dass meine Pässe überhaupt nicht ankamen. Ja, irgendwie aber hast du ja die 57% zusammengegaunert. Und wenn du da hinten halt den Ball zwischen Verteidiger hin und her schiebst, genau, hast du da meistens 100%. Und wenn es nach vorne geht, geht er halt mal weg und dann bist du bei 75. Ja, genau, so sieht's aus. Ach ja, ach ja. Immerhin haben wir die Frankfurt abgehakt auf meinen Zettel. Frankfurt Hassgegner ab sofort, okay. Ich muss aufschreiben, damit ich das nicht vergesse. Nee, Quatsch. Hat mir Spaß gemacht, gegen dich zu spielen. Vor allem mal bei jemandem zu sprechen, der auch ein bisschen reifer und etwas älter ist. Jo, gerne wieder. Ich hoffe, also ich sag mal so, ich glaube, ich werde dich nochmal herausfordern mit deinem FSV-Team. Ich glaube, da werde ich nochmal auf dich zukommen, weil es gibt ja natürlich auch nicht so viele Leute, die diesen FSV-Team überhaupt aufgebaut haben. Und wenn du schon ein Team hast, dann muss man natürlich auch nutzen. Ich habe einfach alles, was ich gezogen habe, weil die primär Bronze sind. Alles, wenn Bronze-Pokal, FSV-Spiel, aber habe ich den einfach in mein Team gespeichert. Okay. Und so habe ich dann halt die komplette Mannschaft fast zusammengegaunert. Und was dann gefehlt hat, halt noch auf dem Transfermarkt recht günstig dazu gekauft. Du kannst ja mit dem FSV quasi den Bronze-Cup spielen. Könnte ich fast, ja. Ja, ja. Nee, da werde ich auf jeden Fall auf dich zurückkommen. Also hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, auch wenn ich 5-0 verloren habe. Ne? Aber mir ist ja eigentlich alles egal, weil ich habe gegen Düsseldorf gewonnen. Der Rest ist wurscht. Und das ist übrigens auch 5-0. Von daher kann ich alle Spiele jetzt verlieren, ist mir egal. Er muss nur noch jetzt gegen Köln gewinnen, weil das ist ja auch bei dir um der Ecke, oder? Ja, gegen Köln natürlich auch. Die mag ich natürlich auch nicht. Und Dresden darf ich auch nicht verlieren. Einfach aus eigenen Gründen, aus dem Herzen heraus. Also ich mag Dynamo nicht. Okay, dann bedanke ich mich bei dir. Die letzten Worte gehören natürlich wie immer meinem Gast. Und ich verabschiede mich. Bis dann, euer Schmuser. Jo, macht's gut.